Herr Krellmann für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Markus Paschke. Markus, hallo. Ich bin immer total irritiert, wie es gelingt, Argumente einfach umzudrehen. Wir reden jetzt über die Chance, die wir sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen. Ihr seid diejenigen, die das nicht mitmachen, was ich bisher gehört habe. Von daher verstehe ich diese Argumentation immer nicht und diese Verdrehung der Tatsachen aus meiner Sicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jede zweite Befristung ist eine sachgrundlose Befristung. Diese Menschen müssen in Angst und Unsicherheit leben, und das ohne Grund. Arbeitsverträge mit Verfallsdatum sind nichts anderes als Disziplinierungsinstrumente. Wer befristet beschäftigt ist, macht den Mund nicht auf und wehrt sich nicht gegen Ungerechtigkeiten. Der Kündigungsschutz ist ausgehebelt, genauso wie die Chance, sich bei betrieblichen Wahlen als Kandidat oder Kandidatin zu beteiligen. Nächstes Jahr haben wir Betriebsratswahlen. Wenn das so weitergeht, kriegen wir das doch gar nicht mehr hin, die sachgrundlosen Befristungen bis zu dem Zeitpunkt noch abzuschaffen. Deswegen macht jetzt mit, nicht später. Es verstößt gegen jedes Verständnis von guter Arbeit, wenn Arbeitsverträge ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes befristet werden. Damit muss endlich Schluss sein. Dass der Fisch am Kopf anfängt zu stinken, zeigt sich im inflationären Gebrauch von Befristungen im Ministerium dieser Bundesregierung, wo man die Chance hätte, das jetzt ganz einfach schon abzuschaffen. Hören Sie auf, prekäre Beschäftigung zu adeln und salonfähig zu machen an der Stelle. Sie machen Menschen zu Lückenbüßern, die sich marktkonform verhalten müssen und nach Gutsherrenart gefeuert werden können. Manche Unternehmen wechseln so ihre Mitarbeiter öfters als einer seine Socken. Wer sachgrundlose befristet, überträgt das wirtschaftliche Risiko auf die Beschäftigten. Unternehmen machen fette Gewinne, und bei den Beschäftigten kommt umgekehrt nichts an. So pampern sie Unternehmen und lassen die Beschäftigten an der Stelle im Regen stehen. Wir brauchen deshalb endlich einen Politikwechsel. Jeder Tag, bei dem es so weiterläuft, ist ein schlechter Tag. Beschäftigte sind keine Einwegflaschen, die man nach Gebrauch einfach wegwerfen kann. Menschen sind keine reinen Kostenfaktoren. Nur die Unternehmen, die bereit sind, sich an ihren Beschäftigten zu binden, sorgen für Qualifizierung und gute Arbeitsbedingungen. Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter garantieren gute Produkte und werden so zum Wettbewerbsvorteil. Prekäre Beschäftigung untergräbt diesen Wettbewerb über Produkte. Und daher gehören auch sie aus dem Grund abgeschafft. Die Zeit dieser Bundesregierung ist abgelaufen. Die CDU hat den offenen Koalitionsspruch schon vollzogen. Sie haben Millionen Frauen im Regen stehen lassen, indem sie das Rückkehrrecht auf Vollzeit verhinderten. Nichts mit Koalitionsvereinbarungen und sich halten an Vereinbarungen, die man mal getroffen hat. Als Frau nenne ich das einen sachlichen Grund, die CDU garantiert nicht zu wählen. Nee, hätte ich auch nicht, aber ich gehe auch viele andere auch. Ich bin auch nicht sachgrundlos befristet, aber alle, die in der Situation sind, die, finde ich, haben jetzt spätestens einen sachlichen Grund, sie nicht zu wählen. Liebe SPDler, jetzt bitte ich Sie, haben Sie doch einfach mal ein Hintern in der Hose. Stellt Leitplanken für gute und sichere Beschäftigung auf. Stimmt heute mit uns unseren Gesetzentwurf zu, wenn wir schon die Arbeit für euch machen. Frau Kollegin, achten Sie bitte sofort. Sofort. Warten Sie nicht bis zum Programmparteitag an diesem Wochenende. Je schneller wir diesen Mist begraben wird, desto besser ist es. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes erteile ich das Wort dem Kollegen Wilfried Oehlers.